Willkommen im Advent. Von Tür zu Tür. Weil wir Hoffnung brauchen. Weil wir Hoffnung haben. Auch wenn vieles anders wird. Auch wenn vieles anders ist. Die Liebe bleibt. Die Hoffnung bleibt. Die Freude bleibt. Gott bleibt. Der Glaube ist da. Die Nähe ist da. Die Gemeinschaft ist da. Gott ist da. Weil wir Hoffnung haben. James Krüss, Tannengeflüster. Wenn die ersten Fröste knistern in dem Wald bei Bayerisch Moos, geht ein Wispern und ein Flüstern in den Tannenbäumen los. Ein Gekicher und Gesumm ringsherum. Eine Tanne lernt Gedichte. Eine Lerche hört ihr zu. Eine dicke alte Fichte sagt verdrießlich, gebt doch Ruh, Kerzenlicht und Weihnachtszeit sind noch weit. 24 lange Tage wird gekräuselt und gestutzt und das Wäldchen ohne Frage wunderhübsch herausgeputzt. Wer noch fragt, wieso, warum, der ist dumm. Was das Flüstern hier bedeutet, weiß man selbst im Spatzennest. Jeder Tannenbaum bereitet sich nun vor aufs Weihnachtsfest. Denn ein Weihnachtsbaum zu sein, das ist fein. Ich wünsche einen feinen, gesegneten, schönen Advent.